So Leute, da sind wir zurück bei Hearthstone Arena. Mit unserem Pre-Stack 1-1 stehen wir. Ja, mal gucken. 1-1 ist jetzt bisher noch nicht so das Beste, was man so erreichen könnte. Aber naja. Mal sehen, mal sehen. Oh, nicht gegen Hogger. Undichter Sandsack. Ich finde die so cool. Gegen Jaina. Jaina. Jaina Prachtmeer. Ihr habt es so gewollt. Jawohl, zweiter. Perfekt. Das ist ganz geil. Den will ich noch nicht haben. Und der Rest ist in Ordnung. Er hat drei neue Handkarten sich gerade geholt, wer es gesehen hat. Das ist ziemlich bitter. Für einen Mage. Das ist übrigens normal. Wenn die Gegner Hallo sagen, sage ich, dass das Licht sich verbrennt. Was bist du? Kältepegel friert einen Gegner sowieso fügt ihnen einen Schaden zu. Okay. Okay. Zimmerfreundlich. Das ist bitter. Also, dass er das auf der Hand hat, ist schon. Dann kann er übelst viel machen. Das muss ich mir auf jeden Fall mal aufbewahren. Und merken, dass der das hat. Und dann coinen wir und rufen nach den Spotter. Was, jawohl, ey? So, jetzt mal gucken. Für drei habe ich jetzt zwar nichts. 3-3 Spotter. Nicht so gut. Aus dem Deck. Wenn uns ein paar Karten aus dem Deck kommen, wir stibitzen uns ein paar Karten aus dem Deck. Wir können eh nicht angreifen, er vernichtet gleich den. Ja, passt. Was haben wir hier? Ui. Ui. Das ist geil. Also, er hat auch nicht schlecht. Er hat auch keine schlechten Karten drin, muss man echt mal sagen. Der Magier hier ist schon richtig böse. Gut, wir haben, glaube ich, nicht ein einziges Geheimnis. Aber der ist halt für 3 Mana 4-3. Ui, jetzt ist der 4-4. Aua. Jetzt hätte ich gerne die Coin zum Coin. Aber naja, was soll man machen? Spielen wir ihn und retten das Vieh? Ja. Wir retten das Viech. Ach ja. Weil das ist so einer der wichtigsten Card Draws. Wir haben beide unsere Card Draws auf der Hand. Mal sehen, was er jetzt macht. Aua. Aua. Das tut jetzt weh. Das sind jetzt 7 Damage. Aua. Aua. Nicht so cool. Würde ich sagen, spielen wir die. Wir haben ja 3 Stück davon im Deck. Und 3 Stück davon zu haben, ist schon cool. Also, schon begeistert. Allen feindlichen Dienern 2 Schaden zu und friert sie ein. Also, im Notfall haben wir das auch noch als hier. AOE-Effekt. Das ist schon. Also, eine Menge AOE-Effekte hier. Hier auch nochmal. Also. Der ist doof. Machen wir ihn, dann können wir danach echt nichts mehr spielen. Oder versuchen wir es lieber hier mit dem Zauberschaden. Ja. Aber ich nicht. Übrigens, mit dem Zauberschaden ist das hier richtig cool, was er mir hier gegeben hat. Den habe ich einfach nur genommen, weil der für 4 Mana 4-4 war. Der Zauberschaden selber interessiert mich eigentlich relativ wenig. Joa, die. Ja, es kommt jetzt Cheap. Was war klar, dass er es cheapt? Nee. Aua. Mm.
mache ich denn jetzt mal? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Schar zurück auf die Hand bekomme oder ob ich das Ding zurück auf die Hand bekomme. Ja. Lass mich mal gründlich überlegen. Ich könnte das spielen, dann wäre das kaputt und das wäre fast im Arsch. Dann könnte ich ihm da einen Damage reindrücken. Und den spielen. Aber den wird er. Machen wir es mal so. Das Ding ist ja eh eingefroren. Das Ding ist ja eh eingefroren und er hat halt noch so viele Handkarten. Das ist halt echt ätzend. Ich weiß nicht, was er hat. 7 Handkarten, wir haben gerade mal 5. Damit könnt ihr jetzt den vernichten, war mir klar. Boah. Kann ich Bedarf würfeln? Oh Gott, ein Wasserelementar. Die Dinger sind richtig fies. Kälteeinbruch auf ihn, dann kann der und der und ich kann den da vernichten. Und danach habe ich noch 4 Mana übrig, um den hier zu spielen, eine Karte zu ziehen. Das ist vielleicht auch nicht gerade so schlecht. Ich spiele erstmal ihn. Meh, meh. Gut gespielt. Ist ein freundlicher Gegner. Er müsste jetzt noch 7 Handkarten. Still 7 Handkarten. Oh Gott. Das ist gerade so bitter. So viele Handkarten, die der Gegner hat. So viele müsste ich eigentlich haben. Und lass mich raten, ein Schaden drauf. Nee, cheaten! Wer hätte es gedacht? Okay. 9 Mana, das heißt erstmal dich. Dann dich. Und dann dich. Er hat jetzt noch 6 Handkarten. Wir haben 4. Ne, wenn wir dran sind, 5. Wer hat angefangen? Er hat angefangen. Okay. Dann ist das alles noch vollkommen okay, was hier passiert. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Okay, da haben wir das. Moment, ein bisschen Feuer. Das gibt ja Geräusche. Kann man hier sonst was machen? Normalerweise kann man auch mal zwei. Ah ja, hier kann man das machen, das machen. Hier ist nur der Regenbogen. Okay, da hat er jetzt reingetradet. Ein Geheimnis für 3. Copy Entrance. Was möchte ich ihm denn geben? Auch so ein Teil? Ich meine, er kann ja eh nicht heilen. Ist jemand verletzt? Copy Entrance. Er kann ja eh nicht heilen. So. Dann kann ich jetzt. Wow, was ich alles spielen könnte. So. Moment. Warum hat er denn kein Schlafzeichen? Für den Kreuzzug! Nicht, dass die irgendwie viel bringen würde gegen Magier. Das finde ich ein bisschen ätzend. Mal gucken. Und echt nicht viel da. Das ist halt ein bisschen ätzend. Okay. Kältekugel. Der kriegt keinen Damage. Kann aber hiermit den Damage verteilen. Okay. Ist die Frage, was er mit den beiden macht. Okay. Okay. War mir irgendwie klar. Ey, jetzt spielt er denselben, den ich auch spiele. Und wieder für. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ach ja. Ich könnte jetzt ihn spielen. Bitte kein Copy Entrance. Nein, das ist ein Copy Entrance. Aber damit kann ich jetzt den machen, damit habe ich gerechnet und kann den da spielen. Boah.
Aber bisher gewinnt er halt durch die Handkarten, die er schon Vorteile hat. Ich meine, hier. Er hat schon drei Karten hat er gezogen. Wow. Das tut weh. Das tut richtig weh. Aua. Aua. Und was ziehen wir? Heilige Nova? Heilige Nova? Nee, nicht ganz. Oh, das kommt einfach so. Mal gucken, was jetzt so passiert. Er hat halt keine Handkarten mehr. Das ist halt echt bitter. Das kann auch passieren, dass es jetzt kein guter Run wird. Auch wenn die Karten, die ich gepickt habe, echt nicht schlecht sind. Aber kommt halt nichts. 13 noch drin, er hat 10 noch drin. Ja, und dann macht er den da drauf. Mir klar. Und was macht er jetzt? Cheaten. Mal wieder. Okay, 0-4 Spot. Aua. 7-5 Verstohlenheit, das tut weh. Der tut richtig weh. Okay. Wow, der kann ihn treffen. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Machen wir das eins einfach mal so. Schade. Die hätte ich vorher gerne gehabt. Dann heilen wir ihn. Zerstören so ein Einser und ein weniger Damage. Das sind 18, 9 Damage. Probieren wir es mal. Okay. Vielleicht macht das ja auch irgendwie jetzt anders. Gib mir den Bogenlichtschraubenschlüssel. Schon nicht schlecht. Ja, was tut er? Wahrscheinlich den, ja, wollte ich gerade sagen, den da rein traden. Das ist das Intelligenteste, was er machen kann. Vor allem, er weiß ja nicht, was ich hier auf der Hand habe. Das ist natürlich auch nicht gerade schlecht jetzt gerade. Spiel irgendwas Großes, bitte. Komm schon, irgendwas richtig Geiles, Großes. Oh, das ist nicht geil, das ist nicht groß. Wir haben viele Geheimnisse. Wenn ich den jetzt übernehme, dann tradet er das da rein. Das ist immer noch besser als nichts, oder? Gibt mir zumindest ein bisschen Zeit. Die beiden tradet er jetzt rein. Und dann gibt es mir 4 Damage. Und dann spiel bitte irgendwas. Oh Gott. Der bringt mir gar nichts. Dann übernehme ich mal ihn. Was soll ich anderes machen? Ich kann nicht viel anderes machen. Aua. Den hätte ich vorher gerne gehabt. Und jetzt kriegen wir den. Der ist nicht schlecht. Der ist echt nicht schlecht. Spielen wir den erstmal. Zeig mal, was haben wir denn da? Du bringst mir nicht so viel. Alle Gegner zum Schweigen. Und dann 4 Damage auf ihn. Sind dann 7 Damage auf uns. Und dann kann er wahrscheinlich mit 6 Damage uns töten. Oder ich heile. Ich glaube, ich heile. Für Dalaran. Boah, Gott. Ist das ätzend gerade. Ich mag nicht verlieren. Ja, genau. Das ist natürlich die Karte, die er jetzt ziehen musste. Hä?
Okay, er greift nicht an. Das ist ein bisschen creepy. Könnte ich jetzt ihn heilen? Ihn da heilen? Sie spielen? Auf den Drachen? Ihn will ich jetzt nicht spielen, sonst würde er ihn einfach angreifen und dann würde... Ah, wobei... Ich probiere es jetzt einfach. Mehr als schief gehen kann es eh nicht. Oh Gott. Oh Gott. Cheapen. Nein, 6 Damage auf ihn. Ah, Dreck. Oh, jetzt hätte ich gerne 6 Leben nur noch. Ja, das war's. Schade. Schade, schade, schade. Sagt er jetzt eigentlich was anderes? Bin ich jetzt hier? Möge das Licht euch verbrennen. Oh Mann, 1-2. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Oh, fuck. Egal. Im Notfall wird es der 1-3er-Runde. Auch nicht schlimm. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, I'm Blackset. Ciao, ciao.